Eishockey-Nachwuchstalente beim morgendlichen Yoga? Durchaus etwas, das die übliche Ausbildung sinnvoll ergänzt. Es ist so, dass wir in die Weite gehen, in unserem physischen Körper. Und durch das haben wir auch eine Ausrichtung im Yoga, also die Linie, also die Länge. Wir gehen in die Weite und durch die Weite. Gibt es auch Weite im Geist oder eine Öffnung im Geist? Und es gibt auch Ausrichtung. Und die Ausrichtung kannst du überall mitnehmen im Leben. Und ich kann Hockey spielen, sonst habe ich gesagt, oh, das ist mega lässig. Weil wenn ich das früher schon so gelebt hätte oder mit auf den Weg bekommen hätte, dann ja, wäre das für mich ganz anders gewesen. Und ich hätte viel mehr auch geschaut vielleicht auf andere Sachen und nicht nur auf die Füße, sondern aufs Gesamte. Natürlich macht Yoga allein die jungen Eishockey-Cracks nicht besser. Das gezielte Schulen der Skills, der Kompetenzen auf dem Eis, schärft den Unterschied. Es ist Sportschultraining von der jüngeren Gruppe, wo wir zweimal in der Woche haben. Einmal ist es auf dem Eis und einmal machen wir Yoga auf dieser Stufe. Und da haben wir jetzt drei Trainer auf dem Eis. Das ist ein Goalie-Trainer, ein Skill-Coach und ein Profi-Trainer. Wobei alle drei von denen Profis sind. Der Betrag, den Topscorer Malgin für den Nachwuchs eingespielt hat, deckt aber nicht alle Kosten. Es ist ein schöner Teil, der uns natürlich die Möglichkeit gibt, um unsere Spieler noch besser auszubilden. Und darum hoffen wir auch immer, dass unsere Spieler oben so viele Punkte wie möglich machen. Auf und neben dem Eis, je professioneller sich die jungen Spielerinnen und Spieler auf den Spitzensport vorbereiten können, desto besser. Kein Vergleich zu früheren Zeiten. Ich hoffe, es hat zu meiner Zeit noch nicht so okay, zu meinem Glück. Aber nein, ich glaube, durch auch PostFinance, die jetzt doch schon ewig lang ein sehr guter Partner ist, haben die Clubs da einen Schritt können machen in die richtige Richtung.